Hi zusammen, heute ist wieder Hair Sunday und viele haben sich anlässlich des Abiturs eine Frisur zum besonderen Anlass gewünscht. Aber ich denke mir, diese Frisur hier kann man ohne weitere Verzierungen wie zum Beispiel Strasssteinchen oder Tiaras und so weiter auch sehr gut im Alltag tragen, denn sie ist, finde ich persönlich, super leicht nachzumachen und es ist einfach schön, weil der Nacken frei ist. Also ich habe zwei Varianten für euch gleich, aber diese Variante hier ist halt schön der Nacken frei und sie ist einfach sehr verspielt und sehr interessant, aber trotzdem einfach nachzumachen und das liebe ich einfach bei so Sommerfrisuren. Und ich wollte es auch allen recht machen, denn viele haben sich eine Frisur gewünscht, bei der noch die Haare offen sind teilweise. Und andersrum wollten auch viele eine ganze Hochstechfrisur. Und somit habe ich jetzt zwei Varianten für euch in diesem Video, wie ihr diese Frisur tragen könnt. Und ich hoffe, euch gefällt dieses Tutorial und ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Als erstes solltet ihr eure Haare auf jeden Fall gut durchkämmen, weil wir jetzt verschiedene Partien abteilen. Und wir beginnen als erstes mit einer Art Side-Cut. Das geht über die Mitte des Hinterkopfes hinaus, wie ihr seht. Und damit uns die anderen Haare nicht stören, mache ich die erstmal mit einem Haargummi auf die Seite. Dann beginnen wir wohl mit dem kompliziertesten Teil und so kompliziert ist er auch wieder nicht. Es ist im Prinzip ein französischer Zopf. Da beginnen wir vorne an der Schläfe mit drei Strähnen wie gewohnt, legen die untere über die obere, oben über die neue mittlere. So, und ab jetzt nehmen wir Strähnen hinzu, aber nicht die ganze Zeit, das seht ihr gleich, sondern jetzt insgesamt zweimal in meinem Fall, also bis zum Ohr. Das heißt, untere Strähne über die mittlere, Haare hinzu, obere Strähne über die mittlere und Haare hinzu. Eben wie bei einem ganz normalen französischen Zopf. Jetzt auch nochmal unten die Haarsträhne über die Mitte und Haare hinzu. So, und ab jetzt, also ab dem Ohr, so könnt ihr euch orientieren, nehmen wir nur noch oben Haare hinzu. Das heißt, obere Strähne über die mittlere, neue Haare dazugeben und unten ganz normal über die Mitte legen. So, aber keine neuen Haare hinzunehmen. Und so verfahrt ihr jetzt wirklich bis ganz nach hinten, bis keine Haare mehr übrig sind und flechtet dann ganz gewohnt einen ganz normalen Zopf, also geflochtenen Zopf, sagen wir mal bis zur Hälfte, bis zum Kinn auf jeden Fall und befestigt dann einfach eine Klammer darin, damit sich die Haare nicht lösen und später stecken wir das Ganze so weit fest, dass wir die Klammer am Ende wieder lösen können. Weiter geht es nun mit den noch offenen Haaren im Nacken und die lege ich einfach komplett auf die Seite rüber und verstecke das Ganze so ein bisschen unter dem Zopf, den wir gerade kreiert haben und stecke das dann unter dem Ende des Zopfes fest, so wie ihr das jetzt hier auch seht und verstecke die Klammer dann unter den restlichen Haaren und stecke das Ganze über Kreuz fest. Wenn ihr auf einen etwas rockigeren Look steht, dann könntet ihr das Ganze auch jetzt schon so lassen. Dann habt ihr so eine Art Sidecut. Das hat auch die Kristen Stewart schon so in der Art getragen. Aber ich mache jetzt mit der Frisur noch weiter, denn ich habe euch ja auch noch eine Hochsteckvariante versprochen. Und falls ihr nicht so viel Volumen oben am Kopf habt wie ich, könnt ihr auf jeden Fall an dieser Stelle noch toupieren. Ich bürste jetzt einfach nur durch und lege die Haare wieder so leicht nach hinten, denn ich möchte jetzt mit den verbliebenen Haaren auf der rechten Seite so ein bisschen diesen entstandenen Scheitel überdecken, also über dem geflochtenen Zopf ist er so ein bisschen ein Scheitel zu sehen und den überdecke ich jetzt einfach mit diesen Haaren und stecke das ebenfalls wieder auf der linken Seite fest. Den vorderen Teil des Deckhaars, also quasi auch mein Pony, den drehe ich so nach hinten ein und stecke den ebenfalls mit einer Haarklammer fest und versuche die dann auch unter den restlichen Haaren etwas zu verstecken. So, zum Schluss nehme ich dann auf der anderen Seite noch die Haare, wie ihr es jetzt im Video seht, und unterteile diese in zwei Strähnen und mache dann die Kordeltechnik. Dazu habe ich ganz ausführlich ein Video gemacht, das verlinke ich euch in der Infobox, da zeige ich euch das wirklich ganz genau, wie das funktioniert, damit sich es auch nicht mehr von alleine öffnet und so weiter mit verschiedenen Varianten. Könnt ihr mal gerne reinschauen. Und damit mache ich jetzt eben den Zopf wirklich eigentlich fast bis ganz unten und gebe da in meine Haarfarbe ein Haargummi rein. Mit diesem Zopf geben wir der ganzen Frisur noch so ein bisschen eine Form und legen den erstmal nach hinten, stecken das Ganze fest, damit er da auch liegen bleibt und geben den dann unter die ganzen Haare drunter. So habt ihr auch wirklich den Nacken schön frei und es entsteht ein seitlicher Zopf und das Ende von dieser Kordel stecke ich dann nochmals mit zwei Klammern unter den ganzen Haaren fest. Jetzt können wir wie versprochen die Klammer entfernen und wären jetzt soweit auch schon fertig. Ihr könnt dann noch eine Strähne rausnehmen oder die auch feststecken, wenn ihr einen Pony habt überhaupt.
oder auch einen Pony einfach draußen lassen, falls ihr einen ganz kurzen Pony habt. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr das eher natürlicher und rockiger machen wollt, wenn ihr so Naturwellen habt wie ich jetzt in diesem Fall. Oder ihr könnt natürlich auch Schillerlocken machen und das Ganze klassischer halten. Ich habe mich jetzt natürlich dafür entschieden, die einfach so natürlich zu lassen, weil wie man Lockenstab benutzt, das wisst ihr alle. Und wir machen jetzt auch direkt weiter mit der Variante 2, nämlich der Hochsteckfrisur. Um aus diesen Haaren jetzt noch eine Hochsteckfrisur zu machen, wende ich wieder eine Technik an, die ich auch schon bei der Hermine Ballfrisur angewandt habe. Und das Video werde ich euch übrigens auch in die Infobox verlinken. Könnte nämlich auch interessant sein, wenn ihr noch eine weitere Frisur sucht. Und hier habe ich jetzt dann gleich noch einen Zwischenstand für euch, denn ihr könntet jetzt auch nur so einen Teil hochdrehen, wie ich das hier gemacht habe. Finde ich persönlich auch sehr schön. Aber wir machen jetzt weiter für diejenigen, die wirklich eine komplette Hochsteckfrisur möchten. Und was ihr noch machen könnt, in dem Fall wäre zum Beispiel eine Tiara oder weitere Haardekorationen einbringen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die beiden Looks. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welcher euch besser gefallen hat. Und ich wünsche euch schon mal herzlichen Glückwunsch an alle, die irgendeine Art von Abschlussfeier jetzt vor sich haben. Und ich würde mich auch super über Fotos freuen von euren Looks. Und wenn dann irgendein cooler dabei ist, dann werde ich den vielleicht auch mal in einem weiteren Video interpretieren von mir. Und euch dann, wenn ihr es dazu schreibt, auch in dem Video einblenden als Inspiration. Das heißt, schreibt einfach dann in Facebook oder in Twitter, hier ist mein Bild und bitte nenn mich in deinem Video oder zeig das Foto in deinem Video. Dann kann ich das auch gerne machen. Weitere Wünsche werden auch erfüllt, das heißt, schreibt einfach in die Kommentare, wenn es einen bestimmten Star-Look gibt oder von irgendeiner Veranstaltung, dann schreibt einfach den Namen des Stars und die Veranstaltung rein, dann finde ich das schon. Ein Look, der auch noch bald kommen wird, ist der Jessica Alba-Look, den sie schon vor einigen Jahren getragen hat bei den Oscars. Der wird mir nämlich in Facebook geschickt, den finde ich auch richtig schön. Der kommt auch noch demnächst. Und ja, jetzt wünsche ich euch allen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Bis dann, ciao!